Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes und ich bin wieder zu Hause, habe mir jetzt erstmal ein kleines Käffchen hier gemacht, weil es geht wieder drunter und drüber. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile wieder zu Hause, aber habe es noch nicht geschafft, wieder Videos zu machen, weil ich einfach zu viel anderen Kram zu tun hatte. Und auch diese Woche hat es fast wieder nicht geklappt. Ich versuche es jetzt nochmal so last minute hier ein bisschen was zusammenzuschrauben, denn es gibt am Bus ja zum Glück immer was zu tun, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Und zwar, das nochmal angemerkt, dass ich mir hier durch die Haare gehe, das hat nichts mit Läusen oder so zu tun, wie in den Kommentaren unter dem letzten Video vermutet wurde. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich versuche hier die Woche noch ein Video zusammenzukriegen, ein paar kleine Dinge zu erledigen. Und zwar habe ich mir hier so Rändelschrauben bestellt. Hier habe ich ein Gewinde und zwar war da der Gurt drin. Auf der anderen Seite genau das gleiche für die mittlere Sitzbank hier. Das ist übrigens ganz schönes Chaos. Und das sei auch nochmal gesagt hier, dieses Jackery Power Station. Ziemlich geiles Teil, hat mir so geholfen jetzt hier, als ich unterwegs war. Ist sogar, ich kann mit Solar aufladen, kann ganz entspannt mit dem Laptop arbeiten und Videos schneiden und so, meine Kameras laden. Verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Richtig geil, kann ich euch nur empfehlen. Zurück zum Thema. Ich habe mir Rändelschrauben bestellt, weil ich hier die da reinmachen wollte, so als Haken, aber kein Haken, damit man sich da nicht so verletzen kann, ne? Und vor allem habe ich die gekauft, weil ich mir hier, so eine Pappschablone gemacht und daraus dann so kleine Holzplatten, passend zu der Verkleidung, die ich auch hier an den Seiten habe, für, und zwar, das zeige ich euch jetzt mal, da muss ich hier runtergehen, für diese Löcher, auf der anderen Seite genau das gleiche, sieht man das? Da unten, ne? So vormachen, dann mit der Rändelschraube, da hat man da noch so ein kleines Geheimfach, ne? Aber nicht weiter erzählen, so einen kleinen Tresor oder so. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem, das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, dass das hier gar kein metrisches Gewinde ist. Guck mal, ich kann euch das mal zeigen. Kann ich nicht? Naja, na ein Stück gingen sie doch gerade rein. Es klappt auch gar nichts. Es klappt auch nichts. Ja, Digga, scheiß drauf, würde Monte jetzt sagen. Also, die passen nicht. Das ist ein Zollgewinde, 7/16, wenn ich das richtig recherchiert habe. Jetzt war ich gerade in 3 Fachgeschäften hier in der Region. Werkzeughandel, Schraubenhandel. Und habe gefragt, ob die einen passenden Einsatz für meinen Gewindeschneider haben, für Zollgewinde. Hatten sie alle nicht. Muss ich das wohl im Internet bestellen. Aber jetzt nochmal die Frage an euch. Ist das überhaupt möglich, dass ich hier auch so ein normales metrisches Gewinde mit dem passenden Gewindeschneider ein Feingewinde raufschneide sozusagen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also wenn das jemand weiß, dann wäre das sehr hilfreich. Denn ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass ich die hier, diese Rändelschrauben benutze. Und die gibt es einfach nicht mit Feingewinde zu kaufen. Also Projekt Nummer 1 direkt gescheitert. Schauen wir mal, was Projekt Nummer 2 macht. Da müssen wir aber nach vorne, ne? Kommen wir zur nächsten Baustelle. Bevor ich mich hier an den kompletten Innenraum mache, das hatte ich eigentlich vor, aber das schaffe ich die Woche leider nicht komplett, fange ich einfach schon mal mit so einer Kleinigkeit an. Und zwar hier unten habe ich gesehen, dass ich hier ein bisschen Rost habe. Deswegen werde ich das Sitzgestell jetzt einmal ausbauen, beziehungsweise den Sitz. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Das hier wird irgendwie übrigens bald alles neu gemacht, ne? Da habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar hier Mittelkonsole. Ach, hier. Mittelkonsole, Schalthebel. Ich habe gesehen, einige T4s haben hier noch so ein Fach. So, eins hätte ich auch gern. Ja, wer sowas von euch hat, vielleicht kann das mir gerne mal sagen, wie das funktioniert, wie das festgemacht ist, wenn ihr das wisst, ob man das nachrüsten kann, ob man das da irgendwie einfach ranschrauben kann. Dann würde ich mal schauen, ob ich mir so eins besorgen kann. Aber jetzt erstmal Sitz ausbauen und schleifen und so weiter, ne? Ich habe Geld gefunden, 30 Cent, lohnt sich richtig die Arbeit hier. Und leider auch einiges an Rost. Ich glaube aber, das ist nur das Abgeblätterte von dem Sitz. Um den werde ich mich jetzt zuerst kümmern. Dann während da später der Lack und so weiter trocknet, werde ich hier dann alles sauber machen, durchsaugen und so weiter. Deswegen jetzt erstmal ab in die Werkstatt und den Sitz wieder fit machen. Beziehungsweise das Sitzgestell, ne? We'll be right back.
Ey, das ist die nervigste Schraube, die ich, glaube ich, je losgeschraubt habe. So eine Scheiße hier. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, den Sitz hier doch nochmal abzubauen. Dann komme ich da einfach besser dran, muss das auch nicht so abkleben, alles später. Oder nicht so doll, ne? Und kann das auch mal alles sauber machen. Aber die beiden Schrauben hier vorne sind echt super. Super, 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 super nervig. Ah, Mann! Mann, ey. Ich bin so müde. Mehr Platz hätte jetzt habe ich. Ach, Digga. So eine Scheiße. Das Nervige an dieser ganzen Geschichte ist, hier vorne ist noch so, also da sind natürlich zwei Schrauben, ey, und hier so wenig Platz. Einfach, wenn der Sitz einen Zentimeter weiter nach hinten gehen würde, ich verstehe es nicht, wie man so eine Scheiße bauen kann hier. Das ist doch Kacke. Oh, Mann! Die zweite ging ein bisschen schneller. So. Das war mega dumm. Hier ist irgendwie so eine scheiß Tür dran. So, weiter im Geschäft. Ich schleife das noch schnell fertig und dann kommt der Rostummantler drauf. So, der Rostummantler ist drauf. Ich habe hier so einen von Presto genommen. Alles, was ich benutze, verlinke ich euch natürlich wieder, wie gewohnt, unten in der Videobeschreibung. Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal benutzt und ich glaube, ich habe stellenweise vielleicht etwas viel genommen, aber ja, habe das jetzt noch so ein bisschen weggewischt, da wo es runtergelaufen ist, aber ich denke, das passt schon. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass das Ganze 6 Stunden mindestens braucht, bis es überlackierbar ist. Das heißt, ich habe jetzt eine Menge Zeit, die mir hinten raus dann fehlt, um das Video fertig zu machen. Wie auch immer, ich würde sagen, wir schauen uns oben einfach mal den Boden vom Auto an, saugen da einmal durch und schlagen so ein bisschen die Zeit tot, ne? Also ich habe es abgesaugt, ja, da ist auch ein bisschen Rost, also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen auch schleifen. Muss nur diese Gummimatte hier zur Seite kriegen. Allerdings liegt meine Bodenplatte hinten darauf. Ich habe keinen Bock, die jetzt komplett rauszubauen. Ich versuche mal, ob ich das so irgendwie hinkriege, dass ich die irgendwie zur Seite klappen kann. Jo, drück mir die Daumen. Auch im Fahrerraum habe ich alles vom Rost befreit, soweit es ging, und dann Entroster drauf gemacht. Die Stehbolzen habe ich rausgedreht und auch ein bisschen abgeschliffen und auch Entroster drauf gemacht. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber ey, sieht besser aus, ne? Und überall, wo kein Rost ist, kommt hoffentlich auch kein neuer. Das ist sowieso noch so ein Thema bei dem Bus. Es gibt so ein paar Stellen, aber das wird nochmal ein ganz separates Video, wenn nicht sogar 2 oder 3. Jetzt sitze ich hier auf meinem Stuhl. Muss warten. Ich werde gleich erstmal ein Eis essen, glaube ich, bei dieser Hitze. Aber es ist auch wunderschönes Wetter. Ich hoffe, bei euch auch. Ja, dann wird dieser Sitz da später wieder drauf gemacht. Erst lackiert natürlich. Falls jemand noch so einen schicken Pilotensitz für einen T4 rumstehen hat und den für einen Schmalentaler abgeben möchte, meldet euch gerne bei mir. Ich suche noch einen, am besten mit Armlehnen oder zumindest eine Armlehne. Das wäre echt Deluxe. Und ja, bitte nicht zu so super horrenden Preisen. Ich weiß, im Internet gibt es welche, aber das ist abartig teuer. Also, falls jemand für einen schmalen Taler einen rumstehen hat, dann meldet euch gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Lackieren wieder. Dann morgen. Über Nacht konnte jetzt der Rostumlöser seine Magie entfalten, sozusagen. Ich habe aber gemerkt, ich habe teilweise doch ein bisschen zu viel aufgetragen. Nicht so gut, das habe ich jetzt so ein bisschen angeschliffen, sowieso auch den alten Lack und das Ganze entfettet. Und jetzt wird lackiert. Ich nehme mal ganz einfach einen Acryllack in Schwarz und mal schauen, ob es funktioniert, ne?
Jetzt heißt es wieder warten und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig eingebaut ist, würde ich sagen. Es ist tatsächlich geschafft. Ich habe die Konsole wieder verbaut, den Sitz auch. Direkt mal eine kleine Probefahrt hier gemacht in den Weinberg. Ich zeige euch das einmal kurz. Genieße hier noch kurz die Sonne und mache mir ein wohlverdientes Bierchen auf. Bevor es für mich gleich wieder nach Hause geht, um das ganze Video hier zu schneiden, damit das morgen früh pünktlich um 8.45 Uhr bei euch auf dem Frühstückstisch liegt. Wenn ihr das Video und auch die weiteren, wie ich hier den Innenraum als nächstes mache, wie ich für diese ganzen kleinen Roststellen behandle und versuche zu eliminieren. Wenn ihr das nicht verpassen sollt, dann könnt ihr kostenfrei diesen Kanal abonnieren. Ich empfehle es euch. Da kommen ganz viele tolle Videos noch in der nächsten Zeit. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten habt einen wunderschönen Sonntag. Geht raus, macht was Schönes, bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis bald. Ciao. 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 Upsis. Ciao.